Menschen tun, als wären sie Füchse. Aber nein, das ist kein Kostüm für die nächste Furrycon. Im Richmond Wildlife Center nehmen die Mitarbeiter ihre Rolle als Ersatzmütter sehr ernst und schlüpfen in rote Fuchsmasken, die vielleicht etwas gruselig wird. Doch es geht hier nicht um Spaß und Verkleidungsspiele, sondern um eine ernste Mission. Ein kleines, verwaistes Fuchsbaby auf die Freiheit vorzubereiten. Mit Gummihandschuhen bewaffnet und hinter der Fuchsmaske versteckt, nähert sich die Geschäftsführerin Melissa Stanley dem Fuchswelpen, der auf einem übergroßen Plüschfuchs sitzt. Dieser Plüschfuchs soll die Mama darstellen und das echte Fuchsbaby scheint dem Ganzen zumindest nicht abgeneigt zu sein. Die Maskerade aber hat einen triftigen Grund. Die kleinen Füchse sollen lernen, dass Menschen keine geeigneten Sozialpartner sind, damit ihre Chancen steigen, später erfolgreich in die Wildnis entlassen zu werden. Ein Video und ein Facebook-Post geben Einblick in diese ungewöhnliche Fütterungsmethode. Es wird erklärt, dass durch die Vermeidung menschlicher Geräusche und die Schaffung visueller Barrieren versucht wird, eine zu starke Gewöhnung der Tiere an den Menschen zu verhindern. Es ist essentiell, dass diese jungen Wildtiere nicht auf Menschen geprägt werden, heißt es dort.